Shit, das hat echt mehrere Versuche gebraucht, aber ich hab's geschafft. Und so kommt man hier ran. Moment, kann Rick da rüberspringen? Nein, kann er nicht! Scheiße! Als ob das jetzt... Okay, wir haben's geschafft. Oh Gott, das hat mich so viele Versuche gebraucht. Ich habe die viele Versuche auch restartet, das Spiel. Damit jetzt nicht gleich Game Over gehe. So, und lasst euch nicht täuschen wie ich. Man kann hier nicht drüber. Mit ihm. Man muss es mit Kirby machen. Und nun haben wir den Dreck. Okay. Das heißt, wir können jetzt endlich raus hier. Aber bevor wir das Level beenden, wollte ich euch noch diese Passage hier zeigen. Denn ich habe ja schon erwähnt, dass diese Passage ein bisschen besonders ist. Und zwar dieser Ort hier. Wenn man das von ganz außen aus anschaut, dann sieht man hier eine nackte Dame. Ich verarsche mich nicht. Das ist wirklich so. Verdammt. Geh doch. Schau mal ein bisschen nach oben. Also ganz oben war das Gesicht, das habt ihr gesehen, hier sind die, das was halt Frauen oben haben. Und das hier ist halt das, was Frauen unten haben. Also, ja. Da gehe ich jetzt nicht genauer ein, aber ich blende einfach mal so ein Bild ein, wo man das viel besser erkennen kann. Und ja, damit herzlich willkommen zu Kirby's Dream Land 2, I guess. Das war auf jeden Fall das Level. Und nun wird es Zeit, diesen Ort zu beenden. Wir kämpfen gegen die Sonne und den Mond. Was hat das denn zu bedeuten? Uah. Nichts Gutes. Uah, verdammt. Oh Gott, da müssen wir aufpassen. Bam. Oh, das mache ich wieder mit. Okay, wir müssen aufpassen, wo die Sonne immer ist. Der Mond selbst ist ja easy. Oh, what the f- Okay, das wusste ich nicht. Okay, jetzt wechseln wir den Kampf anscheinend. Jetzt kämpfen wir gegen die Sonne. Und der Mond hilft uns, gegen sie zu kämpfen. Weiß nicht, haben die irgendwie beide Streit oder so, anscheinend. Ah, verdammt. Ja, gut. Ich muss zugeben, ich verstehe den Kampf noch nicht ganz. Finden wir es einfach gemeinsam heraus. Ich hoffe, es passiert nichts, wenn ich Game Over gehe. Ich wüsste jetzt nicht genau, was passieren sollte, weil das mir noch nie passiert ist, aber... Ich hoffe, nichts Schlimmes, weil falls es passiert, es kann gut passieren, dann wäre es halt kacke, okay. Nee, das verstehe ich nicht, das verstehe ich echt nicht. Vielleicht da, wo der Mond in dem Moment ist? Ja, ich muss doch hier durch. Verdammt. Ah, oh, verdammt. Okay, Mist. Der Kampf ist schwerer, viel, viel schwerer, als ich dachte. Oh, diese Scheiß... Oh, bam! Okay, jetzt hat ihn richtig gut getroffen. Oh, aufpassen. Oh Gott. Bam! Okay, der Mond ist gleich tot. Komm schon. Gott, was machen die? Oh. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, da okay. Bam! Okay. Bam. Ja, da komme ich nicht auf die. Das ging nicht. Das ging einfach nicht. Das konnte ich nicht schaffen. Oh, verdammt, die Sonne. Oh, verdammt, die Sonne. Die Sonne ist gerade ein Assi. Was macht der? Okay. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich habe nur noch ein Leben. Wie soll ich das überleben? Nein! Ah, diese scheiß Sternschnuppen! Die kriegen mich immer! Ja! Okay, komm, let's go.
Ah, ich dachte, er gibt einen Stern. Ah, verdammt! Ich dachte, er gibt einen Stern zum Schießen. Da unten. Da. Yes. Bam! Okay. Aua, das trifft mich jedes Mal. Nein, ich dachte, ich krieg die Sonne noch. Okay, so, aufpassen. Die Sonne greift gerne auch so mal an. Ja, jetzt schießt sie. Mhm. Das können wir ausnutzen. Verdammt, das hätte ich komplett ausnutzen können, aber ich habe es nur einmal ausgenutzt. Verdammt. Doppelangriff! Und das Ding ist gleich tot. Ich leider auch dafür. Okay, unten, unten. Wow, pass auf. Jetzt switchen die. Mhm. Sonne greift an. Sehr gut, tatsächlich. Sehr gut, tatsächlich. Yes! Der Mond ist tot. Der Mond ist kaputt. Wir haben den Mond umgebracht. Nein, keine Ahnung. Sah nur gerade so lustig aus. Und das war's! Sie crashen gegeneinander und wir haben unser Sonnensystem komplett zerstört. Jetzt werden wir alle sterben. Yeah! Wow, cool! Okay. Und nun folgt Level 6, Cloudy Park. Sieht eher aus wie ein Vulkan, möchte sein. Aber okay. Und hier sind 6 Level. Holy moly. Aber ich kann euch sagen, das ist tatsächlich schon die vorletzte Welt. Ja, das Spiel ist nicht lang, genauso wie sein Vorgänger, Kirby's Dream Land 1. Ich weiß gar nicht, ob, verdammt, das hätte ich nicht machen sollen. Ob Kirby's Dream Land, Kirby's Adventure länger ist oder kürzer war oder gleich lang, ungefähr gleich lang, würde ich persönlich vermuten. Zumindest von unserer Playtime aus gesehen. Oh nein, der hatte eine Maxi-Tomate am Tragen. Egal, ich bin sowieso voll, ist vollkommen egal. So, und hier? Boi, da. Oh, das wusste ich gar nicht. Oh, das ist cool. Und da sieht man's. Der da vorne hat eine Max-Tomate. Okay, das ist schwer. Ja, okay. Nice. Okay, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, wir kriegen gleich einen Animal Buddy. Zum Beispiel Kuhn hätte ich jetzt gerne. Hätte ich jetzt sehr gerne. Okay, die Fähigkeit hätte ich jetzt auch sehr gerne gehabt, aber dich gibt's auch noch. Spark. Weg mit dir. Da fliegt die Kanone runter. Oh oh. Oh oh, das fliegt alles kaputt. Will ich da rein? Irgendwie schon. Aber okay, komm, gehen wir rein. Oh, ja, es ist gut gewesen. Bosskampf gegen dich nochmal. Hat mich schon lange nicht mehr den. Komm her, oder? Ich glaube, das ist schon lange her, dass wir den hatten. Egal. Ich weiß noch ungefähr, wie der funktionierte. Und das ist hier eine sehr geile Stage hier. Sieht nur so aus, als wäre das hier ein bisschen weiter unten als die Wolken. Aber das stimmt nicht. Lass doch nicht täuschen. Oh yeah. Und wir kriegen Rick na wieder. Also ich habe nichts gegen Rick. Aber ihn nochmal zu haben jetzt. Nach der Chose vorhin. Habe ich irgendwie keine Lust drauf. Oh mein Gott. Ich kann nicht ducken. Ganz ehrlich, ich will Seitenfähigkeit lieber haben. Wow. Das hier sieht richtig cool aus. Ich kann mich auch noch bewegen währenddessen. Seht das mal an. Ich kann nicht reden. Wow. Oh Gott, das wird schwer. Aber da ist bestimmt irgendwas Cooles drin. Nein. Wow, nicht so weit. Da ist was Cooles drin. An dass ich nicht rankomme. Of course. Oder so vielleicht. Ah, verdammt. Die Wolkenblöcke sind zwar durchbrüchig, aber von unten nicht. Okay. Ja, und was mache ich hier jetzt? Ja, wow. Ich bin tot. Ja. Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das war doch unfair, oder? Aber gut. Ich werde es wahrscheinlich nochmal, holen, in der Hoffnung, dass diesmal nicht Rick rauskommt, sondern vielleicht jemand anders. Und ja, let's go. Ich habe übrigens das Spiel resettet, damit ich nicht Leben verliere. So, und ich habe mal Bock. Oh nein, nein! Ich habe mal Bock, den Boss so zu machen, weil das macht natürlich viel, viel weniger Damage, weil die Sterne, die einem immer gedroppt werden in Kämpfen, verdammt, die machen halt viel mehr Schaden. Aber scheint so, als dürfte ich nicht.
Kirby, jetzt streng dich mal an, sonst musst du gleich zurückrennen und die Maxi-Tomate holen. Muss er jetzt nicht sein. Bitte nicht. Ach, leck mich. Nein, nicht mal getroffen. Oh. Alter. Ich hole mir die Maxi-Tomate einfach. Aber nein, warte. Wenn ich jetzt einen Begleiter bekomme, dann habe ich ja wieder. Full life wegen dem Begleiter. Verreck einfach. Du nervst. Jesus. Okay, wir kriegen wieder Rick. Wisst ihr was? Irgendwie bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar... Na komm, weg mit dir. Obwohl, keine gute Idee. Ich habe nur noch ein Leben. Nein. Oh Gott, vielleicht keine gute Idee gewesen. Ich habe ja nur noch ein Leben. Oh mein Gott. Jetzt kann ich aber die Dinger hier holen. Die soll man wahrscheinlich so holen. Warum kann man dann noch runter? Das verstehe ich nicht. Aber okay, ich mache von unten Damage. Zack. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Jetzt müsst ihr aufpassen. Weil wir sind fast tot. Okay, hier sind ganz viele Sternchen, die man mit einem Begleiter nur ganz schwer bekommen kann. Aber ich habe keinen Begleiter. Ich bin zu arm. Und das sieht mir nicht sehr spaßig aus. Nein. Ganz und gar nicht. Ah, verdammt. Aber wisst ihr was? Lass den One-Up jetzt durch. Ich habe noch einen Nuller. Damit meine ich nicht den Schnuller. Ich habe es nur gesagt, damit es sich reimt. Okay, lass mich. Okay, hier kann man sehr viele verschiedene Verwandlungen bekommen, wenn man Bock hat. Aber ich nehme mal den Igel, weil why not? So, und hier sieht man, da ist der Ausgang. Aber was ist, wenn man hier aufmacht? Maxi-Tomate! Das habe ich gar nicht gewusst, aber geil! Okidoki! Yahoo! Ich habe es schon erwähnt. Das ist hier die vorletzte Welt. Das heißt, ja, nächste, übernächste Folge wird dann schon die letzte. Und ich habe richtig Bock jetzt auf Eis. Ach, die kann ich nicht einfrieren? Ja, gut, macht Sinn. Wow, was? Bruder, entspann dich. Pinguin, komm her. Ich mag doch keine Pinguine fressen, aber Hard Times erfordern Hard Measures. Ja, ja. Harte Zeiten. Oh, okay. Keine Ahnung, was das für Blöcke sind, aber die kann man nur mit Eis und Schnee und all das kaputt machen. Und hier sind die ganzen Krieger von Meta Knight, wie es mir scheint. Den gibt's aber nicht im Spiel. Ich weiß nicht, warum die hier sind, die Typen. Aber es gibt halt keinen Meta Knight im Spiel. Seltsam, seltsam. Okay. Ich mag dieses Konzept hier. Oh, schön viele Sternchen. I like my stars, because at the end I give. What up? Yeah. Oh, little. So, Leute, jetzt gehen wir nicht mehr Game Over. Nein. Wow, vielleicht. Nee. Wir gehen nicht Game Over. Dafür sorge ich. Maybe. Wenn ihr Glück habt. Mal schauen. Egal. Wie krieg ich denn den? Hm? Wie krieg ich denn dich hier? Du bist irgendwie... Kann ich auch nicht mehr zurück. Hä, wie besiege ich die denn? Hä, man kann diese Kanone nicht besiegen. Wahrscheinlich muss ich die runterfallen lassen, aber ich habe halt keinen... was doch immer, ne? Ich hab's halt nicht. Die kann ich nicht holen. Tja, dann ist das halt so. Ey! Nein! Verdammt, was? Was passiert hier gerade? Oh, nein! Hier ist der Rainbow Drop dieser Welt! Und ich brauche irgendeine Fähigkeit dafür. Okay, dann müssen wir wieder nachschauen. Ob das diese Folge... Ja, komm, machen wir noch diese Folge drin. Oder? Dann muss ich jetzt immer cutten! Egal, ich cutte heute schon so viel. Zeige ich euch mal auch, wie ihr den bekommt. Aber dass der direkt hier in Level 2 ist, das hat mich gewundert. Okay. Normalerweise ist es ja immer in den letzteren Leveln. Aber hier nicht. Okay, das hier ist sehr, sehr kompliziert. Also, wie ihr vorhin gesehen habt, wir brauchen keinen. Welche Ability er jetzt gerade hat, ist egal. Hauptsache, er kriegt gleich hier in diesem Raum noch die
Schneefähigkeit, diese Eisfähigkeit halt. Verdammt. Am besten nicht sterben. Wir brauchen nämlich keinen jetzt gerade. Oh, verdammt, hör auf zu respawnen. Das könnte ein Problem werden. Obwohl, wir machen einfach den hier. Ja, was einfacher. So, und hier kommen wir natürlich nicht weiter. Deshalb brauchen wir jetzt die Eisfähigkeit. Mit der kriegen wir tatsächlich auch ein One-Up. Sehr, sehr nett. So. Die Typen hier könnten ein bisschen Ärger machen. Wir machen jetzt basically das Level einfach nochmal. Nur diesmal mit den ganzen Animal Buddies, mehr oder weniger. Man kann das ein bisschen mit Donkey Kong Country vergleichen. Das hier ist jetzt so ein Level. Wenn du hier die 100% haben willst, dann brauchst du jeden einzelnen Begleiter. Denn jetzt... Mach den weg. So. Mach den Mist weg. So, jetzt müssen wir nämlich gleich in diesen einen Raum rein. Wo wir unseren Animal Buddy von bekommen haben. Falls wir ihn nicht bekommen haben, dann kriegen wir ihn jetzt auf jeden Fall das erste Mal in diesem Level. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, wie man das geht. Ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Okay. Gut. So, das ist natürlich sehr, ja, gruselig, so ein bisschen, könnte man sagen. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir müssen hier rein. Oder vielleicht... Ah, verdammt. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas, was ich verpasst habe. Ich glaube nämlich, ich sollte hier noch irgendwas in diesem Raum machen. Ich glaube, hier kriege ich irgendwo den anderen Buddy. So, hier ist nichts, ne? Wow, ganz viel Enemy-Spamming ist hier. What the hell? Wow, knapp. Ich werde mal ganz kurz safe staten. Ich habe jetzt keine Lust, alles zu verlieren. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt hier runterspringe... Oh, okay. Ich weiß nicht, wie man hier aufkommen soll. Aber ich hab's, ja, online nachgeschaut. Darauf wäre ich nie gekommen. So, und hier muss man dann gegen ihn hier kämpfen. Verdammt. Es ist eigentlich vollkommen egal, was hier in diesem Kampf passiert. Das Einzige, was wir brauchen, ist seine Leiche, damit wir seine Ability bekommen. Und den Begleiter. Das bedeutet, wir können dann Rick ab... wir können dann keinen abgeben und kriegen dann Rick. Aber mit Rick soll man das nicht machen. Wie gesagt, mit Rick kommt man nicht an das Rainbow Drop. So, schnell, schnell, schnell. Zack. Okay. Ach stimmt, hier kriegt man Gooey. Oh. Das so gewollt ist? Okay, also es ist gewollt, dass man hier nochmal keinen bekommt. Leider habe ich jetzt meinen keinen verloren, aber ich habe ja jetzt, wie gesagt, einen neuen gerade bekommen. So, jetzt ist aber diese Stelle hier in diesem Level ein bisschen schwerer. Wow. Genau deswegen, wir dürfen definitiv diese Ability nicht verlieren. Die brauchen wir jetzt das ganze Level über. Das ist sehr, sehr wichtig. Und hier müssen wir runter. Ich glaube, hier war das mit dem Wasser. Wir müssen jetzt noch... Verdammt! Wow, das war knapp. Okay, wir müssen nochmal hier in die Wasserpassage. Okay. Jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir nämlich nach rechts. Mhm. So, und dann kommen wir hier rein. Und hier kriegen wir Rig. Da habe ich mich vertan. So, und das Ding ist, hier kriegen wir zwar auch die Steinfähigkeit, aber glaubt mir, die wollt ihr nicht. Wir wollen nur noch Spark. Nichts anderes mehr. Oh, verdammt. Den killen wir jetzt. Wir wollen nämlich keinen Stone. Und jetzt holen wir uns Rick. Okay. Soweit, so gut. Jetzt sind wir, glaube ich, am Ende des Levels. Dieses Raum ist hier. Ja, wir haben mal. So, und hier müssen wir jetzt... müssen wir jetzt Q befreien. Und nun... Habt ihr alles gesehen, wie alles funktioniert? Jetzt müssen wir doch dasselbe nochmal weiterspielen. Ihr wisst ja, dass man jetzt gleich an die Stelle kommt. Okay, aber nicht getroffen werden am besten, weil sonst ist es sehr hohe Chance, dass ihr die Fähigkeit nicht mehr wiederbekommt. Holy moly. Okay, ich hatte gerade richtig Schiss. Okay. Ah, das ist die falsche Fähigkeit, die ich habe. Moment. Verdammt, Moment. Moment. Noch sind wir nicht fertig, wir wollen doch nicht Spark. Oh Gott, ja, es ist sehr verwirrend. So, wir haben fast alles geschafft. Moment, wir brauchen doch nicht Spark. Tut mir leid, da habe ich mich gerade ein bisschen vertan, aber...
Ich hoffe, ihr nehmt es nicht übel. So, wir müssen doch noch rechts. Denn hier rechts kriegen wir die Fähigkeit, die wir brauchen. Am besten hier einfach stehen bleiben. Zack, wir können alles machen. Ist eigentlich vollkommen egal. Wir müssen einfach nur besiegen. Am besten überleben. Und sowas nicht machen. Verdammt. Oh, wow. 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 Oh Gott, du Arschloch. Bam, das ist er down. Und jetzt brauchen wir seine Fähigkeit. Jetzt haben wir zwar nur alle ein Leben. Weshalb ich jetzt safe staten werde, weil ich habe echt Angst. So, ich habe keinen Bock, alles nochmal neu zu machen. Ich habe heute schon ganz viel neu machen müssen. Und genau deshalb habe ich den Safe State gemacht. Weil ich wusste, mit meinem Glück würde sowas passieren. Okay. Aufpassen, aufpassen. Aufpassen, habe ich gesagt. Oder warte, am besten ist es, glaube ich, wenn man direkt nach oben fliegt. Ja. Aufpassen. Okay, das ist echt schwer. Direkt nach oben. Direkt nach oben. Na, da komm schon. Jetzt sind die aber oben. Oh, okay. Ach, die können mich hier nicht treffen. Ach, das ist ja gut zu wissen. Hätte man früher sagen können. Ja, okay. Dann ist das ziemlich einfach, actually. Okay, und so kommt ihr an dieses Rainbow Drop ran. Yeah. So, und damit fehlt uns nur noch ein einziges Rainbow Drop in der letzten Welt. Und wie wir daran kommen, das seht ihr in der wahrscheinlich übernächsten Folge. Ich glaube, nächste Folge wird das wohl noch nichts. Aber bleibt auf jeden Fall dran bei Kirby's Dream Land 2, denn es wird noch episch und nicht mehr so corrupted wie jetzt heute hier, wie man die beiden Rainbow Rose bekommt. Egal, haut rein! Das so gewollt ist? Das ist nicht gewollt! Ah!